So, da wären wir wieder. Unsere Kriegsvorbereitungen schreiten voran. Und ich habe im Zwergenwiki nachgeguckt, wie das das. Oh, wieder Migranten. Okay. Und warum werden die Migranten auf der untersten Ebene angezeigt? Mitten im Wasser? Eigentlich müsste das. Ah, da kommen die rein. Da oben sehe ich einen Zwerg. Okay, zählen wir mal ganz kurz durch, bevor ich meinen Satz weiterführe. Also, eins, zwei. Der sieht komisch aus. Was bist du für ein Zwerg? Ein Beekeeper. Ach so, der beschäftigt sich mit Bienen. Deswegen hat er ein Bild, das ich noch gar nicht kenne. Okay, also zwei Zwerge, ein Kind. Das heißt drei Zwerge, vier Zwerge, fünf Zwerge, sechs Zwerge. Komisches Tier, sieben Zwerge, acht Zwerge, neun Zwerge, zehn Zwerge, elf Zwerge, zwölf Zwerge, 13 Zwerge, 14 Zwerge. Noch ein komisches Tier. Noch ein komisches Tier. 14 Zwerge. Davon waren allein drei, glaube ich, Kinder. Okay, die werde ich jetzt nicht on camera alle umbenennen. Das mache ich später in der Pause. Das heißt, die Namen, die noch da sind, obwohl das nicht mehr wirklich viele Namen sind. Ich gucke mal ganz kurz. Ich habe jetzt auf meiner Liste noch Segalmec, Sedalmet und Svatopluk. Die wollen beides Axtkämpfer werden. Und das war es dann, glaube ich, auch schon. Also, chop chop, schön melden. Hier sind noch jede Menge Zwerge frei. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Genau. Ich habe im Zwergenwiki nachgeguckt, wie es mit den Rüstungen war. Ich hatte ja schon von diesem Stacking gesprochen. Das hieß allerdings nicht Stacking, sondern Layering. Also wenn ihr nach Armor Layering guckt, dann dürftet ihr auch schnell was finden. Oder einfach nur nach Rüstungen direkt einfach ein bisschen runterscrollen. Und da steht halt eine Liste, was genau man über was raufpacken kann. Ich hätte das mal auf dem Zweitbildschirm jetzt offen. Zum Beispiel auf dem Kopf kann man tragen gleichzeitig ein Helm und sechs Kapuzen. Auf dem oberen Brustkorb kann man tragen eine Brustplatte, drei Kettenhemden und sechs Umhänge. Unterer Körper sind dann drei lange Skirts, also Röcke quasi, und einmal Greaves. Greaves sind Beinplatten. Und der Rest ist eigentlich einiger. Ups, da bin ich so nah rangezoomt. Der Rest ist eigentlich einigermaßen logisch. Aber ich finde das mit den sechs Kapuzen ein wenig irritierend und den sechs Umhängen. Aber sei es drum. Wir haben ja einen Lederer bestimmt, der hat bisher nichts zu tun gehabt, da wir das Hundleder verboten haben. Das ändern wir jetzt mal. Wir gehen auf Stocks, suchen jetzt hier das Leder raus, wenn ich das irgendwo mal finden sollte. Da, Tent Hides. Wir haben sechs Hundeleder. Das ist nicht wirklich viel. Die anderen weiblichen Hunde sollten langsam mal erwachsen werden, damit sie auch werfen können. Dann können wir ein bisschen mehr Leder produzieren. Aber jetzt haben wir wenigstens sechs Stück. Das heißt, wir machen. Wo sind die Cloaks? Da sind die Cloaks. Wir machen 1, 2, 3 Cloaks und 1, 2, 3 Hoods. Als erstmal den kleinen Einstieg. Da wir ja vier Zwerge haben, bräuchten wir eigentlich 24 Umhänge und 24 Kapuzen. Da müssen noch eine Menge Welpen sterben. Aber ja, jetzt habe ich die Liste auf jeden Fall schon mal parat. Das heißt, wir können auch später, wenn wir genug Sachen hergestellt haben, unsere Uniformen einstellen. Dass es dann möglichst gut ausgerüstet ist, jeder einzelne Zwerg. Und ich gucke mal ganz kurz mit Shift D, wie der Zugang hier ist. Aber das sieht noch gut aus. Also das mit diesen Schlangenlinien kann ganz gut funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Denn das mit diesem Fallen blockieren den Weg ist noch relativ neu für mich. Also wir müssen schauen, wie das denn klappt. Wenn es so nicht klappen sollte, könnte man es in einem anderen Fort mit ein bisschen breiteren Schlangenlinien probieren. Wir hatten ja halt nicht genügend Platz hier. Das müssen wir dann schauen. Im Notfall machen wir einfach die Tür zu und hoffen das Beste, dass sie weggehen. Oder wir bleiben einfach selbstständig hier in unserer Untergrundwelt und ignorieren die Außenwelt für eine Weile, bis wir mit denen fertig werden können. Dafür haben wir die Floodgates ja gebaut. So, jetzt wollte ich aber nochmal gucken, wie es mit dem Essen ausschaut. Drücke ich mal Z. Wir haben nur noch 119 zu trinken. Dafür haben wir ganz viele Pflanzen. Was sagt die Küche? Die Küche sagt, wir haben 177 Plump Helmets. Die können wir alle schön verbrauen gleich. Wir haben leider keine Sweet Pots dazu gewonnen, wie auch immer. Ah, gut.
Dann schmeißen wir mal die Alkoholproduktion wieder an. ABR. 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 Und Essen ist hier gerade Fett rendern. Also aus Fett Tello machen, also Talg. Das wird wohl noch eine Weile laufen, da wir ja nebenbei schlachten. Allgemein sieht das aber nicht so gut aus, wie ich es gerne hätte. Also ich hätte gerne mehr Essen und mehr Trinken. Zumal wir immer mehr Zwerge werden. Wie viele Zwerge sind wir jetzt? 63. Das müsste eigentlich über dem von mir vorgegebenen Cap liegen. Das heißt, eigentlich dürften jetzt keine Zwerge mehr kommen. Aber da müssen wir schauen, ob das Programm das denn auch so mitmacht. Wir haben 9 Kinder alleine. Kein Wunder, dass wir immer so viele Arbeitslosen haben. Aber gut. Holz wird langsam auch alle. Was machen unsere Holzhacker? Haben wir überhaupt genug designiert? Ich denke mal nicht. Oh, die Liste wird langsam richtig unübersichtlich. Ich will jetzt runtergehen zu unseren Kämpfern. Die waren immer unten. Hier sind zwar die Mechaniker. Na komm, wo sind unsere Cutter? Ranger. Ah, da ist Hex. Und die anderen beiden Cutter. Nö, die deponieren nur Sachen in irgendwelchen Kisten, haben keine Arbeit oder betrinken sich. Das geht ja schon mal gar nicht. Also designieren wir hier Bäume abhacken. Was wir eh in regelmäßigen Abständen machen sollten, sonst wuchern die nach und könnten irgendwann mal den Weg zum Depot zu wuchern. Und hier oben können die auch überall mal hacken. So, richtig schön großen Bereich. Obwohl den hier unten beim Fluss nicht unbedingt. Denn im Fluss können böse Sachen sein. Nämlich Karpfen zum Beispiel. Und ja, Karpfen mögen jetzt zwar vielleicht nicht so aggressiv klingen, aber die können einen Zwerg schon so 1-2 hitten, wenn das denn gut läuft. So, hier oben können wir auch ein bisschen Bäume abhacken. Alles weg. Wir brauchen ganz viel Holz. Wir brauchen vor allem richtig, richtig viel Holz. Nicht nur für die Betten und die ganzen anderen Sachen, sondern auch wenn wir langsam mit unserer Schmiede anfangen, was wir eigentlich auch sollten, dann brauchen wir auch Kohle und die müssen wir erstmal herstellen. So, ich sehe jede Menge Bins. Ich sehe da auch schon die ersten Grates. Also die Gitter, die können wir oben hinstellen. Gucken, wie das so läuft. Also Floor Grate da. Und das soll hier hin. Davon haben wir 12 Stück. Machen wir mal hier die Reihe dicht. So, 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 so. So, wie viel haben wir jetzt noch? Keine mehr, das passt ja. Aber wie gesagt, das wird eine ganze Weile dauern, bis wir das so alles mit Gittern zugebaut haben. Und ich muss auch gucken, wie das von der Physik her hinhaut. Also es kann sein, dass wir nicht alles mit Gittern zubauen können, sondern erstmal eine Reihe Gitter bauen müssen, dann eine Reihe Bodenplatten aus Stein oder Holz und dann wieder eine Reihe Gitter, wieder eine Reihe Bodenplatten, Reihe Gitter und so weiter. Das müssen wir dann schauen. Aber solange das zu ist, ist alles gut. Noch ist es aber nicht mit unserem Vorhof verbunden, also passt das schon. So, was haben wir noch? Wir sind am Essen machen, am Trinken machen. Es ist soweit gut. Wir haben kaum Arbeitslose, weil alle am Holz schleppen sind. Denn unsere Cutter sind richtig schnell. Da kommen die Leute mit dem Abtransport von dem Holz gar nicht hinterher. Ja, so muss das sein. So, oh, und ich sehe gerade, wir haben alle Käfigfallen aufgebaut. Haben wir noch genug Käfige? Ja, wir haben richtig viele Käfige. Kredas war fleißig. Schön, schön. Also bauen wir noch mehr Käfigfallen oder wollen wir ein paar Stonefall-Traps bauen? Ja, wir bauen lieber mal Stonefall-Traps. Für den Fall, dass irgendetwas Neues noch reingepatcht wurde, was ich nicht mitbekommen habe. Wie das mit dem Blockieren der Fallen und dem Depot ist zum Beispiel. Da hat sich richtig viel geändert in dem halben Jahr, dass ich nicht ordentlich gespielt habe. So, also da überall Stonefall-Traps hin. Mechanismen haben wir momentan auch genug. Da waren Bitpower und sein neuer Mechaniker-Handlanger echt fleißig. So, da haben die auch ein bisschen was zu tun. Wie schaut es mit Steinen aus? Hier ist überall noch Chert. Wir können mal, da wir eh momentan 16 Arbeitslose haben, aus dem Stockpile hier Chert verbieten. Dann müsste er ja eigentlich hier oben hin transportiert werden.
dann müssen unsere ganzen Steinverschnörkler nicht immer so weit laufen und die ganzen Arbeitslosen haben was zu tun. Denn keine Arbeit haben macht auch depressiv. Also jedenfalls hier im Spiel. Und auch später, wenn man denn die Economy, also die Wirtschaft eingeschaltet hat, wenn man dann keine Arbeit hat, verdienen die Zwerge auch kein Geld und können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Das ist mir teilweise schon zu realistisch. So, die Betten hatte ich nicht auf Kamera gelegt. Das heißt, das machen wir jetzt auch nochmal kurz. Wir suchen also nur die guten Betten raus. Gut war alles mit so einem kleinen Sternchen oder diesen 5 Barren. Dann können wir auch schon anfangen, die zu verteilen. Das, glaube ich, hatte ich auch schon in der letzten Folge gemacht. Aber da sind wir nicht wirklich weit gekommen. Ja, ah. Genau, ich wollte nicht die Betten off-camera legen, sondern ich wollte die Räume off-camera designieren. Also wer wem was gehört. Aber das können wir jetzt auch zwischendurch ein bisschen machen. Wir müssen ja nicht alle auf einmal machen. Jede Folge so ein, zwei Betten, das passt dann auch. Die meckern ja eh nicht. So, die fangen erst an zu meckern, wenn ihre Verwandten sterben. Was ja auch bald sein könnte. So, ich sehe, wir haben neue Crates. Also neue Gitter. Wie schaut es hier oben aus? So, die erste Reihe Gitter steht. Probieren wir mal, die nächste Reihe direkt daneben zu legen. Hier geht es noch. Hier geht es nicht. Hier steht Surrounded by Empty Space. Also umgeben von leeren Feldern. Das heißt, das Gitter hat nichts, wo es andocken kann. Hm. Okay. Dann bauen wir jetzt da auch ein Gitter hin. Warten, bis beide Gitter da sind und gucken dann, ob wir hier etwas bauen können. Weil denn zwei Gitter drumherum sind, vielleicht geht es dann. Wenn nicht, dann müssen wir hier wirklich Bodenplatten reinbauen. Das dauert dann länger und das Licht kommt nicht durchgehend nach unten. Könnte auch noch Probleme verursachen, aber das müssen wir alles nach und nach schauen. Also wieder B, Floor Grade und nö, passt nicht. Schade, schade. Na gut, dann machen wir jetzt einmal rum die Floor Grades, dann haben wir es da wenigstens schon mal fertig. Obwohl, ich guck mal ganz kurz, B, Shift C, das sind Constructions und hier können wir jetzt Mauern, Rampen und Bodenplatten bauen. Also bauen wir jetzt mal hier eine Bodenplatte und das geht. Sehr schön. Dann drücke ich mal U, so ähnlich wie beim Farmen bauen und habe jetzt hier eine lange Strecke und hier sollen jetzt überall Bodenplatten gesetzt werden. Und zwar aus Chert, davon haben wir eine Menge. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schön. Und jetzt warten wir mal ab. Das dürfte eine Weile dauern, weil das kann nur von Steinmetzen gemacht werden, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir warten jetzt zwischendurch, bis das hier fertig ist und gucken, ob wir dann hier wieder Gitter hinbauen können. Weil theoretisch wäre dann ja ein Feld daneben fest bebaut, wo das Gitter andocken könnte. Also ja, das artet richtig in Arbeit aus, das hier so zu machen. Aber das ist auch eine langfristige Investition. Ich mache das ja, damit wir später total unabhängig sind von der Außenwelt. So, was haben wir für Nachrichten bekommen? Es hat angefangen zu regnen, das ist nicht wichtig. Wir haben keine Pigtail Seeds mehr. Das müssen wir gleich mal nachgucken. Wir haben kein Fett mehr. Und wir haben keine Cave Weed Seeds. Okay. Stocks. Seeds. Wir haben noch jede Menge Pigtail Seeds. Wir haben aber kein Caveweed. Doch, Caveweed haben wir auch. Warum meckert er dann? Komisch. Wie viele Pflanzen haben wir? Wir haben Pigtails, wir haben Caveweed. Gut, das müsste nachher alles zu Alkohol verarbeitet werden und dadurch dürfen wir neue Samen bekommen. Das heißt, die Fehlermeldungen, die da eben waren, sind nicht wirklich wichtig. So, die Fallen kommen auch gut voran. Schön, schön. Der Refuse-Haufen leert sich auch langsam. Der Regen hat wahrscheinlich recht viel weggespült. Holz ist auch nicht mehr allzu viel designiert. Unsere Cutter waren fleißig. Ich bin versucht, jetzt diesen ganzen Bildschirm, wo ja recht viele Bäume drauf sind, auch nochmal leer zu farmen. Aber dann könnten die Elfen anfangen zu meckern. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das will. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Wir haben ja ein bisschen Holz jetzt wieder eingesammelt und die meisten Käfige haben wir schon gebaut. Und Betten haben wir auch schon recht viele, also das passt. Das heißt, ich versuche mir jetzt vorzunehmen, bis zum nächsten Jahr kein Holz zu sammeln. Und nein, wir hatten einen Einsturz. A section of the cavern has collapsed. Ja, da zoomen wir mal hin, das ist hier gewesen. Das heißt, das klappt nicht mit unserer komischen Konstruktion hier. Das heißt, es muss alles weg.
Weg, 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 weg. Ah, was machen wir da? Also gut, dass kein Zwerg verletzt wurde. Wir nehmen jetzt die hier mal alle weg. Die nehmen wir auch alle wieder weg. Und bauen jetzt von der anderen Seite aus C. Einfach nur Bodenplatten. Weil ich kann mir vorstellen, dass es eingestürzt ist, weil es halt nicht wirklich mit einem anderen Bodenstück verbunden wurde, sondern mit den Gittern. Also wir hatten hier Boden, 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 dann eine ganze Reihe Gitter und an die Gitter wurde dann wieder ein Steinblock gehängt. Denn es ist klar, dass der Steinblock ja nicht hängen bleibt. Also machen wir das wie? Ah, es scheint, wir kommen nicht ums Schummeln herum. Das heißt, wir machen jetzt hier so ganz viel Chert. Und sobald das steht, machen wir daneben noch was, noch was, noch was, noch was. Und bauen das ganze Ding so wieder komplett zu. Das wollte ich eigentlich vermeiden, weil es in meinen Augen halt Schummeln ist. Aber mir fällt gerade nicht wirklich was Besseres ein. Also wir könnten es offen lassen. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Weil die normalen Goblins dürften dann nicht eindringen können, weil sonst müssten sie runterspringen. Und runterspringen, vor allem über mehrere Stockwerke, tun sie ungerne. Also noch könnten sie einfach runterlaufen, weil die Rampen hier sind. Aber sobald wir das hier auch alles ausgechannelt haben, gibt es die Rampen nicht mehr. Also das Einzige, was reinkommen könnte, wären fliegende Kreaturen. Und dafür bauen wir dann hier eine Tür hin, da eine Tür hin und hier drei Hatchets. Also diese Falltüren. Das heißt, ja, das ziehe ich jetzt durch. Die ganzen Befehle kommen alle wieder weg. Zack, 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 zack. So, die hier werden alle schon abgebaut. Der auch noch. Gut. Und jetzt sagen wir hier einfach, buddel mal hier einen Channel. Ich werde das später bereuen. So, fertig. Das heißt, wenn gleich die Miner ankommen und das hier ausbuddeln, können sie nicht wieder raus. Weil wir halt die ganzen Rampen entfernen, während wir channeln. Wir können aber... Ach, das Ganze wird dann automatisch mit dem hier verbunden, ne? Ja, wir buddeln ja hier runter. Also haben sie an dem Platz der gleichen Ausgang. So, die ganzen Grates werden wieder abgebaut. Die liegen bei mir dann herum, weil ich dafür nichts... für die nichts zu tun habe, wollte ich schon sagen. Weil wir die gar nicht wirklich brauchen. Dann müssen wir uns mal überlegen, was wir sie noch anstellen. Im Notfall zerstören wir die einfach. Wir brauchen allgemein mal eine Müllpresse. Sowas kann man sich auch basteln. Da können wir alle Sachen reinpacken, die wir nicht wirklich brauchen. Also zum Beispiel Betten mit zu niedriger Qualität oder irgendwelcher Müll. Den wirft man dann da rein, drückt einen Hebel. Da wird eine Zugbrücke runtergefahren und das wird atomisiert. Das nennt sich Atom Smasher. Das ist auch ganz praktisch, wenn man viel zu viele Steine hat. So viel, dass es irgendwann Leck verursacht. Dann benutzt man auch diesen Atom Smasher, um halt die Anzahl der Gegenstände auf der Karte zu reduzieren. Das mag jetzt noch ein bisschen albern klingen, weil wir noch nicht so viele haben, aber spiel das Spiel mal ein paar Monate am Stück mit einem und demselben fort und guck mal, wie viele Gegenstände du dann hast. So, also jetzt haben die Feinde noch einen direkten Zugang. Also noch könnten sie hier runterlaufen und dann da runterlaufen und werden bei unserem fort. Aber das ändert sich hoffentlich gleich und wir drücken gleich D und Z. Dadurch werden die Rampen hier entfernt. So. Das muss jetzt alles schön schnell gehen. Deswegen mache ich jetzt auch erstmal keinen Cut. Ich will das hier erstmal zu Ende haben. Aber dieses Rampen entfernen, wie ihr seht, geht richtig schnell. Die sind schon alle weg. Das heißt, hier ist jetzt eine glatte Wand für zwei Ebenen. Da springt kein Gegner freiwillig runter. Was passieren könnte, ist, wenn zwei Gegner hier kämpfen, dass einer ausweicht, das tun Humanoide auch oder auch Tiere, also jeder Gegner kann ausweichen und wenn er nach hier ausweicht, dann kann er aus Versehen runterpurzeln und zwei Etagen runterstürzen überleben fast alle. Das heißt, so könnte ein Goblin auch hier hinkommen. Außer sie haben irgendwas gepatcht, dass die Goblins jetzt Enterhaken haben, das wäre natürlich nicht so toll. Aber gut, die Rampen nehmen wir jetzt weg und jetzt warten wir, bis die Rampen weg sind und dann baue ich hier ganz dreist ein Refuse-Stockpile hin, also einen Müllhaufen. So, PR, ganz großer Müllhaufen.
Da kommen aber wiederum nicht die Schädel rein, nicht die Knochen rein, nicht das und das und das. So, und den hier unten nehmen wir weg. Also PX. Das ist jetzt gerade so die größte Sicherheitslücke, die ich in unserem Fort sehe. Hier oben. Aber das müsste eigentlich hinhauen. Na gut, ich sag nochmal, dass alle Bäume drumherum nochmal gefällt werden sollen, alle Büsche nochmal entfernt werden sollen. Und dann bauen wir drumherum zum Schutz noch eine Mauer. Dass dann auch keiner aus Versehen reinstolpern kann, sondern echt nur absichtlich von oben runterfliegen. Also ein Drache zum Beispiel, das könnte passieren. Dann müssen wir jetzt auf unsere Miliz vertrauen. Aber gut, jetzt ist der Eingang einigermaßen sicher. Das heißt, wir können eine Pause machen und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die weiteren Kriegsvorbereitungen. Also bis gleich. Super Timing. Da will man gerade einen Cut machen und dann kommt die nächste Karawane. Aber gut, das ist ja ein schöner Cliffhanger. In der nächsten Folge tauschen wir da zum ersten Mal mit den Menschen. Mal gucken, was die so dabei haben. Also bis gleich.